Hier ist meine Insektensammlung. So. Was geht ab? Ein neues Animal Crossing Video. Den Content, nach dem keiner gefragt hat, aber ich ihn euch jetzt gebe, weil ich Bock drauf habe. Das letzte Mal, als ich Animal Crossing ein Video hochgeladen habe, hatte ich da mal den ganzen Insekten und es war schon viel. Die habe ich jetzt alle verkauft. Seitdem habe ich richtig viel gespielt. Ich bin richtig, richtig ausgerastet. Also mit ausgerastet meine ich, ich bin einfach ausgerastet. Ich habe nonstop dieses Spiel gespielt. Auf jeden Fall habe ich in 2 Wochen Five Star Island gemacht. Machen wir jetzt eine Inseltour. Weil ich neuerdings auf Twitch unterwegs bin und ich möchte dort meine Insel weiter erweitern. Also eigentlich ist meine Insel fertig, aber ich will viele Parts neu machen. Und das mache ich dann dort, weil das nicht alles umsonst sein soll. Zeige ich euch erstmal meine Insel, damit ich das einfach schon mal festgehalten habe. Und dann kann ich alles wieder abreißen und neu machen. Also, am Anfang hatte ich keinen Plan, warum alle das spielen, weil ich war immer so, warum spielt ihr das? Das ist so ein komisches Spiel, macht überhaupt Spaß. Und jetzt habe ich schon fast 300 Stunden in dieses Spiel investiert. Also ich bin dezent ausgerastet. Also, hier ist mein Zuhause. Das ist das Erste, was man sieht, wenn man ein Spiel anfängt. Dann sieht man hinten in der Ecke direkt Gushila. Ja. In meinem Haus ist nichts. Also, literally nichts. Ich zeig's euch ganz kurz. Ganz kurz. Tada! Das war's. Hier ist mein Zuhause quasi, mein Bereich. Und hier hinten ist meine Secret Obsession, was ich schon mäßig mitbekommen habe. Hier ist meine Insektensammlung und sie geht bis danach ganz hinten weiter. Man kann, ihr könnt es eigentlich gar nicht sehen, dass es da hinten weitergeht. Es geht auf jeden Fall bis danach ganz hinten und hier sind meine ganzen Insekten, die ich ausgestopft habe, sozusagen. Dann haben wir hier noch mehr Insekten und hier auch noch viel mehr. Also eigentlich kommt man hier hoch. Da sind meine Insekten, hier ist mein Zuhause. Ich lebe, glaube ich, die schlechteste Tour auf der Welt. Ich schaue mir die ganze Zeit richtig viele Island-Tours an und jetzt mache ich selber eine und die ist einfach gerade weg. Auf jeden Fall habe ich hier mein Private Patio, meine Terrasse. Ja. Weil alles, was nach dieser Brücke gehört mir und ist deswegen mein Private-Gedöns. Dann haben wir hier eine kleine Arcade-Area, weil ich obsessed bin mit Arcade. Aber ich glaube, ich reiße das alles ab, weil irgendwie gefällt es mir hier nicht. Ich bin fast nie hier, ich ignoriere diesen Part eigentlich, deswegen kann ich den auch abreißen. Das mache ich dann irgendwann. Dann habe ich mir hier so eine kleine Band-Area aufgemacht, wo keiner spielt und manchmal kommen die Bewohner her und singen, was ich merkwürdig finde. Auf jeden Fall geht das dann hier hinten weiter, ist mein Bewohnerviertel. Mein Bewohnerviertel habe ich so gemacht, dass es so eng sein sollte wie möglich, wie so in Japan. Also hier wohnt einer, dann über die Brücke und hier einer. Also es ist relativ eng, wenn du hier durch die Gasse musst, durch so eine Gasse gehen, um an einen Getränkeautomat zu kommen. Dann ist hier noch ein Ramen-Shop, wo du essen kannst. Dann wohnt hier in der letzten Ecke wohnt auch noch jemand. Also es ist einfach sehr eng und ich habe es einfach alles relativ voll gemacht, damit es so ist, als würden neue Leute wohnen. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen Müllsäcke, ein paar Wäscheleien. Hier sind auf jeden Fall alle meine Bewohner. Und hier hinten ist der Bewohner, der mich am meisten mäßig abfuckt und ich nicht haben will, aber irgendwie geht er nicht weg. Ja. Hier ist auf jeden Fall mein Bewohnerviertel. Den mache ich als allererstes neu. Ich weiß schon ungefähr, wie ich es machen möchte. Kommt noch. Dann nach dem Video kann ich alles abreißen, weil dann habe ich, dann weiß ich, dass ich das alles schon gebaut habe und danach mache ich alles neu. Hier ist so eine Fitness-Area, warum ich sie gemacht habe, weiß ich auch nicht, weil Fitness bockt mich halt null. Dann weiter runter haben wir hier
nichts, weil mir noch nicht eingefallen, was hier reinkommt, aber es ist, jetzt mache ich es sowieso weg. Hier bin ich, habe ich meine Steine angeordnet, damit ich die einfach farmen kann. Und hier ist mein Lily of the Valley, diese Schrottblume, die man bekommt, wenn man 5 Sterne hat. Und irgendwie kommen nicht mehr davon. Ich weiß auch nicht warum. Auf jeden Fall, wenn man hier hoch geht, haben wir mein 7-Eleven, das nicht 24/7 offen hat, sondern nur von 9 bis 10. Dann gibt es hier noch Bubble Tea und Shaved Ice und ein paar Getränke. Dann haben wir hier noch ein paar Insekten und Fische und da hinten noch ein paar Fossilien. Und auch noch ein paar Rahmenläden, weil irgendwie machen die voll was aus. Dann, wenn man hier weitergeht über die Brücke, kommen wir zum Bahnhof. Und der Bahnhof geht bis nach ganz hinten. Und es fährt niemals eine Bahn, weil sie noch in Bearbeitung ist. Hier ist noch eine Baustelle. Ja. Dann, wenn wir hier rüber gehen, kommt der Strand. Und der Strand ist der Part, wo ich bis jetzt am allerwenigsten gemacht habe. Weil, ja, ich habe nur da ganz hinten, habe ich noch meinen Secret Beach und ich sammle kurz ganz schnell diese Sterne auf. Also hier ist noch so eine Liegematte, zieh die mal ein bisschen raus. Und hier sind noch ein paar Liegematten und hier hinten ist mein Secret Beach, next to my, zu meinem Zuhause, next to my home. Und es gibt mir so ein bisschen so Vietnam-Vibes mit diesen Bambusmatten und diesen Ventilator, Kokoswasser. Ja. Dann habe ich hinten noch ein bisschen so Gedöns hingemacht, weil ich nicht wusste, was ich dahin machen soll. Dann zurück. Haben wir hier wieder ein paar Getränkeautomaten und ein paar Restaurants. Ja. Dann habe ich, hier ist der Marktplatz und es hat mich genervt, dass man hier am Marktplatz nichts machen kann. Deswegen habe ich davor sowas gefunden online, das so aussieht, als würde das dazugehören, damit ich hier noch ein paar Stände hinmachen kann. Wenn wir runtergehen, kommen wir nochmal zu einem Strand. Das ist so ein Open Beach Area mäßig. Eigentlich sieht das fast aus wie das andere, nur das andere ist in der Ecke. Und deswegen ist mein Private und das ist direkt in der Stadt, deswegen ist es Open. Ja. Dann, wenn wir hier weitergehen, ist der Flughafen, wo meine Freunde mich besuchen kommen können, wenn die Bock haben. Und wenn wir dann weiter hier gehen, haben wir auch so eine Art Market. Hier kann man Street Show machen. Genau, hier kann man eine kleine Street Show machen. Manchmal, hier singen die ganz oft, meine Bewohner. Ja, hier ist so ist ein bisschen süßer, ein paar Cafés, bisschen Kuchen. Da oben kann man noch was trinken. Und hier drüben ist so meine Reggie Market, also hinten an der Gasse soll das quasi sein. Ein bisschen warum verlieren die ganze Zeit irgendwelche Sachen? Das nervt mich. Ja, soll ein bisschen Reggie wirken. Keine Ahnung, ob ich es geschafft habe. Und wenn wir hier weitergehen, hier sind ein paar DIYs, weil ich hasse sie. Habe ich hier hinten mein Museum. Da kam hier der Bereich ist todesuseless. Ich weiß aber nicht, was ich hier machen soll, aber die zwei Brücken sahen cool aus, deswegen habe ich so gemacht. Und um ins Museum zu kommen, muss man einfach rüberhüpfen. Das heißt, meine Bewohner sind nie da drin.
Und dann weiter hier hinten habe ich mein Campsite. Also nichts Besonderes, einfach die einzigen Tannenbäume in meinem Haus. Also nicht in meinem Haus, auf meiner Insel. Okay. Ich kann gar nicht mehr reden. Auf jeden Fall geht es hier weiter. Hier habe ich noch gar nichts gemacht. Können wir einfach schnell durchrennen. Dann haben wir hier noch. Hier ist mein verträumter Bambuswald. Wenn ich das so sagen kann. Warte, ich muss einfach hoch machen, sieht man nichts. Hier soll Bambus sein, hier sollen halt ein paar Onsen sein. Wisst ihr, was ich meine? Hier ist ein Onsen, da oben ist ein Onsen. Kannst du dir noch Getränke holen? Also Public, Private, Onsen-Bereich, keine Ahnung. Und hier hinten ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich will eigentlich nur noch diese Sterne aufheben. Ja. So, wenn man hier wieder kommt vom Flughafen und geradeaus läuft, läuft man hier vorbei und kommt, wenn man hier geradeaus läuft, komplett durch, kommt man zu diesem Secret Beach. Und ich wollte, dass es aussieht wie, ich laufe wie ein Behinderter, dass es aussieht wie Bambus Forest in Kyoto. Einfach ein Weg voller Bambus. Gefällt mir nicht mehr so sehr wie am Anfang. Und diese Rosen, oh, ich hasse Blumen. Die musste ich pflanzen, weil die ganze Zeit wollten, dass ich scheiß Blumen pflanze, damit ich 5 Sterne bekomme. Das hat so, das Letzte, was ich echt machen musste, war ein scheiß Blumen zu pflanzen, damit die mir endlich 5 Sterne geben. Und ich habe hier hinten zum Beispiel noch voll viele Blumen gepflanzt und versteckt, weil ich gar keinen Bock auf die habe. Und ich habe dazwischen auch noch da ein paar Blumen versteckt. Das ist so nervig, dass man Blumen pflanzen muss. Die wollten die ganze Zeit Blumen haben. Die ganze Zeit wollten die, dass ich irgendwelche Blumen pflanze. Dann, hier drüben war mein Bambusgedöns. Und wenn wir hier hochkommen, ist eine komplett andere Area. Weiß nicht, warum ich die gemacht habe. Eigentlich passt die null zu mir. Aber es gibt halt so viele Möbel, die dazu passen. Und hier oben habe ich meine Apple Sister. 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 Und so ein Kaffeebereich. Nichts ultra Besonderes. Ja, und hier noch ein paar Obstbäume. Und noch mal ein paar Blumen. Und ich hoffe, ich muss nie wieder Blumen pflanzen. Am Anfang hatte ich ja ein paar Blumen, damit ich ein paar Insekten fangen kann. Und jetzt will ich heiße Blumen. Und eigentlich habe ich irgendwas vergessen. Ja. Ah, hier ist mein allerbester Freund Flick. Ihr wisst, er ist mein bester Freund. Wir sind beste Freunde. Er ist fast jeden Tag auf meiner Insel, weil ich immer zurückfliege, damit ich diese ganzen Figuren bekomme. Aber er besucht mich fast jeden Tag. Das war's mit meiner Inseltour. Die schlechteste Inseltour, die es, glaube ich, jemals gab. Ah, warte. Das machen doch die anderen Leute immer. Ich zeige euch mein Layout und welche Bewohner hier noch sind. Oh, ich sehe das gar nicht. Oh, fuck. Da sind die Bewohner, die ich habe. Sie muss noch gehen. Für sie bekomme ich bestimmt noch richtig viel Geld. Der muss gehen. Und sie muss gehen. Ja, es. Der Rest kann bleiben. Ja. Also, wenn ihr Bock habt, was habt ihr denn Bock? Wenn ihr Bock habt zu sehen, wie ich meine Insel weitergestalte, mache ich weiter auf Twitch. Das war's. Bis dann.